Mal wieder. Braucht uns so lange. Deshalb erst das und dann das. Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Ja, nee. Es mangelt an Arbeitskraft. Ganz genau. Bevor ich auch nur einen Knicks mache, sterbe ich lieber mit dem Messer zwischen den Zähnen. Du hattest deine Chance. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Da draußen sind wilde Bestien. Eine bärenstarke Begegnung. Bärenangriff. Die Gruppe denkt über diese sehr reale Gefahr nach, als bedrohliche Brummlaute sie wie angewurzelt zum Stehen bringen. Bringt wie ein Totem. Richtig richtet sich 50 Meter vor ihnen ein gewaltiges Exemplar auf und versperrt ihnen den Fluchtweg. Die Gruppe bleibt regungslos stehen und es wartet auf Anweisungen. An Arbeitskraft. Wieder Bauern. Expedition gescheitert. Sich wie Bäume zu verkleidern war keine gute Idee. Sie haben und als die Bären angreifen, verloren. Bieten die bedauerlich. Nun, ich werde sehen, ob ich ein neues auftreiben kann. Die Gesichter der Mannschaft verdecken keinerlei Schutz. Halte in Zukunft dein Flaggschiff über Wasser. Die Rohstoffe hier sind knapp. Ja, die folgende Szene hätte auf halte der in Bühne, Zukunft dein Flaggschiff über Wasser. Das hast du gerade schon die gesagt, Rohstoffe ein eindrucksvolles Schauspiel ergeben. Doch nur als traurige aller Tragödie. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Na, schon wieder. Die Expedition fordert ihn könnte das gut. Da bitte meine neue Glücksinsel werden? Ja, ja. Meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Und die Moral ist auf einem Tiefpunkt. Desertion, Streit und knappe Vorräte. Offene Meuterei auf geheimnisvolle Art. Verschwundene Seeleute und tapfere Frauen und Männer, die der Wahnsinn packt. Dezimieren die Mannschaft und verwandeln dieses Abenteuer in einen Albtraum. Ihre Expedition ist gescheitert. Schiff vom Stapel gelaufen. Ziele in Sicht. Die Waffenruhe wurde beendet. Ziel anvisieren! Die Waffenruhe wurde beendet, ja. Die Waffenruhe wurde beendet. Kann ich eine neue Waffenruhe machen? Lassen Sie uns den Einsatz erhöhen. Das ist ein Scherz, oder? Ich erkenne einen Schwindel, wenn ich ihn sehe. Und was? Ich sollte den Kavalier vom Hai doch wohl... Sparen Sie sich die Schleifen und Bänder. Ich lasse mich nicht einwickeln. Setzen Sie Ihr Schmierfett etwas sparsamer ein, ja? Du kanntest meinen Vater nicht, also rede auch nicht in seinem Namen. Steck dir dein vornehmes Gequatsche sonst wohin. Ich hab das schon als Kind gehasst. Ich schieb dir deinen Porzellanteint dorthin, wo keine Sonne scheint. Er wird dich einen Affenarsch küssen.
Nicht bevor wir kriegen, was uns zusteht. Blaurock. Blaurock. Ich bin zu feige, um es zu Ende zu bringen? Sag das nochmal. Das ist irgendwie niedlich, wenn du nach Schimpfworten suchst. Steck dir dein vornehmstes Quatsch sonst wohin. Ich hab das schon als Kind gehasst. Ist es nicht verboten, so etwas zu sagen? Nö. Oh, ist es üblich, ein Gegengeschenk zu machen? Ja, da wird es wahrscheinlich funktionieren. Was redest du da? Du hast meinen Zauberstab doch nie zu Gesicht bekommen. Toll! Wenn du mal Probleme hast, versuche ich dasselbe für dich zu tun. Auch wenn's schwer wird. Echt, die Leute hier im Krieg, ey. Die kriegen wir nicht mehr raus. Schiff unter Beschuss. Der Falke ist da. Gut, Kanonen. Ziele in Sicht. Komm, nimm. Und ich dachte, du hättest ein Händchen dafür. Nur ein paar Wellen entfernt. Ich drück immer gerne linke und rechte Maustaste falsch. So. Was führt sie des Weges, Gouverneur? Oh Gott. Aber gut, Baumwolle lebt aber noch, ne? Ja. So. Ich habe hier einfach keinen Platz mehr auf diese. Ach, hier hinten hätte ich noch ein bisschen was anzubieten. Das heißt, ich könnte hier einfach so nach unten noch gehen. Und einfach sagen, hier, komm. Ups. Ups. Wohnt hier einfach noch. Stapel gelaufen.
Befehle, Admiral. Hey, alles hier wartet auf... Hallo? Es mangelt an Arbeitskraft. Neue Ziele. Oh je, das hast du völlig vergeigt. Ich hab's nicht vergeigt, du hast es nicht angenommen. Auf Kurs halten! Ein Schiff erster Klasse. Naja. Ach nee, das war ja auch gar nicht das. Das war ja das Ding. Volle Fahrt. Gigi. Aber trotzdem, das ist doch eh nicht angenommen. Wo war denn das Schiff jetzt? Oh, das war noch da hinten. Ja gut. Nee, dann war es doch meine Schuld. Schiff unter Beschuss. Boah, warum wird denn hier immer... Unsere Schiffe sind überall. Auf die alte Dame ist Verlass. Feuer frei! Volle Breitseite! Eine kleine Atempause, um über alles in Ruhe nachzudenken. Ich verstehe. Sie ehren Ihre Vorfahren. Leinen los! Weiter geht's. Schiff unter Beschuss. Zerstört. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Leinen los! Kanonen! Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Tja. Heute ist irgendwie so ein bisschen der Schießtag hier.
gar nicht unseres. Sind hier wieder unseres. Hier ist unseres. Volles Lager. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Wir werden beobachtet. Ich steige. Bier. Bier ist hier, glaube ich, immer irgendwie leer. Wobei eigentlich geht's. Schiff unter Beschuss. Ach, schon wieder. Und die alte Dame ist verlassen. Dieses Schiff hat... Neue Befehle, warum müssen die immer meinen Handelsposten nerven? Das soll einfach nur von unten nach oben transportieren. Die Waren. Und nicht mehr und nie weniger. Schiff unter Beschuss. Neue Ziele. Und tschüss. Dann fährt's wieder zurück. Schokolade? Null. Kann Schokolade also auch herstellen. Bier. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Wahrscheinlich kann man Sekt auch im Spiel irgendwie denn herstellen. Würde mich auch wundern, wenn nicht, ne? Thank you.
Ding wird wahrscheinlich auch noch beschossen werden hier. Dabei schiebt es einfach nur hier zwischen alt und neu das durch die Gegend. Die HMS Ringelwurm. Ja, ich habe die Namen jetzt alle mal nicht angepasst. Damit man einfach mal so auch ein Gefühl für hat, wenn die Namen einfach mal alle bleiben. Aber das geht ja. Also ist alles kein Problem. So, ich muss hier noch ein bisschen was ausbauen, sehe ich wieder. Du kannst es doch noch, Reffe. Naja, wir wollten eine Kapelle. Schiff unter Beschuss. Ein Schiff erster Klasse. Schon wieder. Feuer frei! Na gut, du hast gerade nichts bei. Das heißt, wenn du kaputt gehst, ja, dann ist das Schiff halt nur kaputt. Ja, RIP. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ein Schiff wurde zerstört. Das nächste Schiff darf ran. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Oh, die wurde diesmal erobert. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Jetzt hat sie die und nicht mehr der andere. Tja, hier der Willi. So, kurz mal. Zwei Kanonenboote machen wir mal ausnahmsweise. Endlich gibt es wieder was zu essen. Jeden Tag eine gute Tat? Ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Alpaka-Farm. Hier gibt es aber gar keine Alpaka-Farm in dieser Welt. Die Alpaka-Farm ist hier. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Neue Piratenjagd. Achtet die See, er fürchtet sie. Auf Kurs. Nur mal Kanonen. Das ist ein Kanonenboot, okay. Kriegsgabe. Was ist denn eigentlich immer mit Waffen gemeint? Kampfkraft. Ist wahrscheinlich dann wirklich die Art des Schiffes, aber das. Naja, gut.
Mach einfach. Vom Stapel gelaufen. Ihr Vater hatte den gleichen eisernen Blick. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehen. Geht gar nicht. Ich will ja ein Foto machen von der Alpaka-Farm, aber das geht nicht. Wie sag ich's nur meinem Mann? Gar nicht, weil es nicht geht. Soweit. So, eh wieder alles rot. Dürfte ich Ihnen diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen? Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Nee, du weißt schon, es jetzt Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Ist diese Last das Gefühl der Schande? Nur meine Hütte und sonst fast nichts.